So, meine Freunde. Alles okay? wir sind in der Höhle des Grauens. Ne, keine Ahnung, wo sind wir eigentlich? In der verlassenen Erzmine. Was wollten wir eigentlich hier tun? Ich weiß es auch nicht mehr. Scheiße. Darf man nicht mehr sagen. Oh Gott, muss ich gleich rauspiepen, oder? Als ob. Haben hier richtig viel Smaragd-Spinnen weggeballert. Was war nochmal hier drin? Ich sehe keinen Gegner. Aber es ist eine Pause. Vielleicht ist es, um mir zu sagen, ich soll mein Google Chrome enden. Ah, doch da. Okay, okay. Stopp. Alle hier hin. Du Bölleritis. Tu es. Ah, lauf weg. Nochmal. Ich nehme die Sache in die Hand. Auf geht's, Kugelblitz. Oh, oh. Okay, vielleicht doch nicht. Okay, die weiß, was sie zu tun hat. Ich sehe so viele Einsen. Halt, stopp. Hat irgendjemand was... Moment. Hat irgendjemand das gemacht, was ich ihm gesagt habe? Ich glaube nämlich nicht. Wobei, ich glaube, das Ziel von Vorgrim ist verstorben. Was ist mit ihm hier? Bewusstlos. Smaragdspinnengift. Immer am Meckern, die Jungs und Mädels. So, der zieht durch. Warum hat die eigentlich so wenig Ausdauer? Ich habe doch mit der nur einen Luftschlag gemacht. Amazone voraus. 20 Ausdauer kostet der, sie hat 49 nur. Das kommt mir aber wenig vor. Ja. Ich bastel mir immer ein neues, weil es ist schneller, die Ausdauer regeneriert. Was war nochmal hier drin? Weswegen sind wir hier? Ich bin schon wieder so dunkel heute, ne? Ah, gut, da müssen wir durch. Irgendein Buch? Finde den Schlüssel zum Horn. War hier der Schlüssel zum Horn. Ah! Ist aber süß. Meint ihr? Es geht los. Na klar. Ja, okay. Fackel du halt auch mal mitten rein. Du nimmst mal den Bogen raus und schießt da jetzt voll den tollen Pfeilhagel rein. Oh. Hau deinen schnell raus. Oh oh, das wird nix. Das wird sowas von nix. Das knallt gleich. Oh, das knallt. Freut ihr euch schon? Wenn's so richtig Bumm macht. Wie lange der braucht, ey. Aber wie gesagt, es macht Bumm. Ja, hätten wir vielleicht. Hätten wir vielleicht nicht mitten reinmachen sollen. Er hat es hingekriegt, sich selber zu heilen. Ich bin sehr stolz auf ihn. Du natürlich nicht. Sag mal, ich habe doch ihr auf 300.000 Heilkunde Wunden erhöht. Gefühlt. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ein Schwert, ein Ich speichere mal. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Oh, ich habe ja immer noch eine. Jetzt könnte ich langsam mal hier. Wie heißt die? Mutter Radzinski umbringen. Zumindest versuchen. So. Hier geht's nicht lang. Ich habe mich auch noch nicht so ganz dafür interessiert, wie die Höhle eigentlich aussieht. Ich laufe einfach mal drauf los. Ja, geil. Richtig gut. So muss das aussehen. Sackgasse. Nach Sackgasse. Oh. Oh. Jetzt hat aber meinen Rücken geknackt. Nicht gut, ne? Ich sitze im Büro schon den ganzen Tag. Dann abends auch noch. Unangenehm.
Irgendwie ruckelt es bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das seht ihr nicht. Nee, nee, das seht ihr nicht. Das seht nur ich. Nur ich hab die Ruckler. Wegen super tollen 144 Hertz. Und ich weiß auch nicht, warum. Das ruckelt. So. Egal. Liegt auch am Fenstermodus irgendwie. Ich glaube, es kann nur... Oh, oh, scheiße. Ich habe gerade schon gedacht, ich könnte die jetzt da wegböllern. Folgt ihr mir? Vorrat. Alle mal hergehört. Er braucht so lang. Oh. Vorgrim, weg. Weg. Alles klar. Du auch. Nein, nicht auf den. Einmal hast du das Gefühl, dass Ahmed Ibn Hanif nicht so ganz nachdenkt bei dem, was er macht. Aber dass halt auch die eine Spinne ganz vorne bis zu ihm durchläuft. Ne? Beziehungsweise bis zu Gladys durchläuft. So. Eigentlich solltest du die ja verarzten. Hat sie sogar gemacht? Okay. Habe ich sie umsonst angeschnauzt? Aber er hat nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Ah, okay. Konnte er nicht. Okay, da kommen. Ja, noch ein paar. Vielleicht schafft er es ja rechtzeitig. Ja, er schafft es tatsächlich. Boom. So. Komm, Weller da rein. Oh, er hat keine Mana. Er hat keine Mana mehr. Das ist jetzt eher doof, ne? So, Volgrim, wo bist denn du? Oh, der steht sogar relativ gut. Komm, jetzt ein richtig schöner. Warum leuchtet jetzt Ahmed Ibn Hanif hier weg? Er hat's geschafft. Volgrim hat gerade geschafft. Umringt von Gegnern zu sein und keinen einzigen mit seinem Befreiungsschlag zu treffen. Das nenne ich Skill. Wir speichern mal wieder. Rechts oder geradeaus? Geradeaus, da sind wir auf der gleichen Höhe. Machen wir erstmal das vollends. Weil, trotzdem ich mich immer aufrege, muss ich jede Ecke erkundet haben. Sonst bin ich nicht, werde ich nicht mehr glücklich. Oh, da sind aber viele. Ja, okay, das wird nix. Aufgepasst. Okay, wenn er jetzt direkt rausschießt, böllert er sich nur selber weg. Alle mal hergehört. Geht eigentlich. Habe ich jetzt irgendjemand getroffen? Nee, ne? Das hat aber gesessen. Aha. Zerstörte was? Da steht irgendwas mit in riesigen Buchstaben. Zerstörte zerstörte Aufzug. Aufzug. Irgendwas Spezielles steht da. Es ist ein Aufzug. Oh, da sitzt da ein Skelett. Silberring, Schlüssel. Oh, muss man nur wissen, wofür der Schlüssel ist. Ich will hier nichts. Liegen da so schön. Ich glaube, die kommen halt immer so blöd ums Eck. Da kann man die gar nicht so richtig wegböllern. Na? Das ist die Truhe hier. Kann ich nie den Schlüssel benutzen? Na klar. Scheinbar nicht. Müssen wir knacken. Ja. Und offen. Wow, zwei Zaubertränke.
Es hört sich jetzt sarkastisch an. Sarkastisch. Oh. Ist er aber gar nicht. Die sind wirklich gut. Was kann ich eigentlich mit dem Kopf hier machen? Nix. Auch nicht schlecht, ne? Hat sich immer wieder richtig gelohnt. Wenn ich den wenigstens irgendwo aufhängen könnte, so. In meiner Butze zum Beispiel. Oh, da war ich aber auch schon lange nicht mehr. Fällt mir ein. Könnt mal wieder zu Vurolosch. Fuck, wie heißt er? Ich hab schon vergessen, wie mein Diener heißt, ne? Heißt doch Vurolosch, oder? Vurosch? Obelix? Eins davon wird es gewesen sein. Guck mal, hier brennt sogar durch die Wand durch. Sind wir jetzt hier schon so tief im Erdreich? Na da, schau an, eine Falle. Oh! Nein, nein, nein! Nein! Oh nee! Ach. Oh doch, es hat sogar funktioniert. Ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Dass ich eigentlich erwartet habe, dass es überhaupt nicht funktioniert. Oh. Vielleicht sollte... Ah ne, die ist ja... bedient. So. Das bin ich. Komm schon. Folgt mir. Die wollte eigentlich umfallen. Kann es auch nicht platzieren, weil hier nicht genug Platz ist. Für die Königin. Für Andra. Es hat sehr... Ich muss sagen, zum ersten Mal im kompletten Spiel hat mein Skelett auf mich gehört. Und es hat einwandfrei geklappt. Ja, es hat einwandfrei geklappt. Die gegnerischen Skelette sind durch die Falle durchgestiefelt und haben den Ignisfero voll in die Fratze bekommen. So, und nicht anders will ich das sehen. So. Alle mal hergehört. Ein Zwerg, ein auf als wuchtig nei. So, und du fackelst hier nur die an. Nee, den nicht. So, Vorgrim, komm. Da, du gönnst dir den hier. Und du böllerst den hier weg. Das bin ich. Phorax. So, den Rest schafft er auch so. Ohne meine Anweisung. Okay, da machen wir noch einen wuchtigen ran. Aber der ist tot. Ich musste noch abwarten, wie das Skelett umfällt. Na, Fass? Helles Verdoker. Im echten Leben freue ich mich darüber. In Drakensang eher so... Ja. Was für ein Labor? Xinten Eichrichs Labor. Die Eichrichs, die sind aber eifrig. Papam! Ja, Wortspiel des Grauens. Ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt lohnt, was ich hier treibe mit dem Beschwören. Wenn ich da reinlaufe, genauso gut. Oh, oh. Oh, da? Die liegen? Sie liegen am Boden. Folgt mir.
Die sind sehr schnell aufgestanden. Muss man ihnen lassen, für das, dass die schon ein bisschen älter sind, haben die das schnell hingekriegt. Bei Angrosch, ich versuch mein Bestes. Okay, das bringt nichts. Corvo Frigo dauert so lang, bis dahin sind die schon alle tot. Sind immer noch nicht alle tot. Irgendwie treffen da meine zwei Kandidaten nichts. Aber sie haben schöne Waffeleisen dabei. Haben ein bisschen zu früh abgebrochen, ne? Für was der Schlüssel ist, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden. Aber vielleicht steht es ja dran. Diesen Schlüssel habe ich in der Höhle gefunden. Ich nehme an, der, den bei sich trug, braucht ihn in seinem Zustand nicht mehr. Ich finde es schön, dass er noch nicht mal sagt, in welcher Höhle. Hat er nur eine Höhle gefunden. Weil er war ja nur in einer, ja. Sind das Skelette? Ja, das sind Skelette. Folgt mir. Ist es möglich? Ah. Was ist das da? Skelettmarke, ja? Auf geht's, Böller! Was? Warum unterbrochen? Warum? Was war das denn? Hä? Böllert der nach mir? Egal. Ich habe keine Angst. Na klar. Zeritus, Astus. Da muss ich selber heilen. Meint ihr? Okay. Rulana hat sich kurz überlegt, den wegzuböllern. Alles klar. Komm schon. Ein Zwerg, ein Wort. Okay, da sind noch ein paar. Folgt mir. Ich mach das schon. Muss leider umstuhlen. Umschulen. Komm, mach mal Klingenwand rein und dann hier. Zum Angriff. Voll ins Getümmel. Wen haben wir hier noch? Vielleicht nochmal so ein Magier oder was? Irgendwie macht er nie das, was ich von ihm will. Jetzt macht er was. Wie sieht's bei Gladys aus? Erfahrungspunkte technisch. Aber da ist doch gar kein Magier mehr. Ah, doch, da ganz hinten. Der Meridin! Na, den habe ich doch noch nie von ihm gehört. Aber ey, freue mich, dass er da ist. Oh. Lass das mal Vorgrim machen. Ich wollte gar nicht defensive Kampfstil anklicken. So, als Ahmed ihn und Khalif muss man schon mal zugucken. So, Rulana ist Level 12. Das freut mich aber.
Wir erholen uns kurz von den Strapazen. So, sind wir gleich wieder voll durchgeheilt. Sehr schön. Und auch mana-technisch sieht's wieder gut aus. Skelettmarke haben gar nichts dabei. Was hat denn so jemand dabei? Moment, 26 Pfeile. 36 Pfeile. Okay. Böllern! Oh oh. Phorax. Ich versuche mein Bestes. Ein Zwerg, ein Wort. Komm, du wirfst ihn nieder. Alle mal hergehört. Ja. Rolana läuft gegen die Wand. So, Gladys ist zwar ein bisschen abgestorben. Ein wenig abgestorben ist sie. Alles okay. Ich versuche mein Bestes. Kurkum! Damit muss man mit Kollateralschaden Schaden tun, klarkommen. So. Der liegt auf dem Boden und der Skelett trifft nicht. Im Ernst? So, Vorgrim ist einfach nur dazu da, wenn das Ding wieder aufsteht, ihn aufzustellen, aufzusammeln. Ja, ja, das ist zwergische Arbeit. Das erkennt man sofort. Bringen wir ihn am besten gleich dem Prinzen. Dann geht es dem Drachen endlich an den Kragen. So schnell geht das. Ich habe übrigens den Panzer da gerade gekriegt. Na. Ah. Ach. Auf Komfort. Nur weil du ein bisschen vermöbelt worden bist. Kein Grund hier rumzuheulen. Sag mal, irgendwas Gescheites aus den Truhen? Ach, schau an. Da gibt's ein Labor. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, ist halt schon... schon eine schicke Rüstung. Kann man nichts sagen. Immunität umwerfen. Körperkraftbonus. Gott sei Dank bin ich ein... Magier. 2-2-2. Der macht halt Behinderung. Ist ja halt schon ziemlich gut. Rüstungswert. Wo kann man den eigentlich sehen? Überall, ne? Also mit dem habe ich ein bisschen mehr Rüstung. Aber mit dem mehr an den Beinen. Körperrüstung ist halt damit ein bisschen weniger. Und wie viele Astralpunkte sind das? Gar keiner. Aber Ausweichen geht hoch. Und die Parade geht hoch. Ich glaube, ich nehme den da einfach. Finde ich besser. Kann ich irgendwas wegwerfen? Nee, ne? Was ist das hier? Ach, der Schlüssel. Einwandfrei. Habe ich schon gespeichert? Ich glaube schon, aber... Was soll's. Ich habe noch den Schlüssel. Kann ich den hier irgendwo ansetzen? Hier ist ja nichts mehr. Geht's hier geradeaus noch weiter? Nee, auch nicht. Liegt hier irgendwas durch die Gegend? Ja, ich habe einen Schlüssel gefunden, ne? Da geht's noch irgendwie links in so einen kleinen Fitzel rein, aber ich weiß nicht, ob man da reinlaufen kann. Ne, das ist nur optisch. Da geht's rein. Nur optisch kann man da einsehen. Ach, schau an.
dauert so lang. Die kommen raus und ich kann sie einfach nicht angreifen. Ja, komm. Schön, dass ihr mir ungefähr in einem Jahr Animation zeigen mussten, dass jetzt hier drei Skelette kommen. Ah, von hinten kommen auch noch ein paar. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Ja. Ich versuche mein Bestes. Ja, das bin ich. Die macht 16 Schaden, das ist richtig viel. Okay, das war irgendwie Zufall. Ein Zwerg, ein Wort. Da sind noch ein paar, Bogenschützen gespawnt oder sowas. So, wer ist doch rüber gerannt? Irgendwer ist doch rüber auf die andere Seite gerannt. Auch mein Skelett. Das hat natürlich schon abgeräumt. Na klar, Candidus. Folgt mir. Diese Rüstung sieht schon irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Sie sieht sehr unpraktikabel aus, finde ich. Gold ist auch überhaupt kein geeignetes Material für eine Rüstung. Aber ich beschwere mich nicht. Die kann man wenigstens kann man sie gut teuer verkaufen. Kappa. Geht's hier rechts weiter? Nee, ne? Geht's nirgends weiter. Oh, oh, oh. Shit, hätte ich das vorher gesehen. Voll reingeballert. Oh, hab's trotzdem noch geschafft. Da oben kommen gleich nochmal welche. Komm, die letzte. Ah, die da. Oh, oh. Spreng mal wieder meine eigenen Jungs weg. 3, 2, 1, Feuer! Es ist ein sehr schöner Zauberspruch, allerdings wenn man in die eigene Reihe reinbläst, ist immer sehr schlecht, da muss man ja alle wieder heilen. Und es dauert dann lang, bis man die alles wieder regeneriert hat. Das dauert gerade schon ziemlich lang. Die Mana zumindest zu regenerieren. Hier rechts. Auf geht's, reinböllern. Was? Fehlgeschlagen. Alles klar. Ah, nein, was rennt die mir hinterher? Oh, jetzt gibt's gleich wieder Schaden. Clever. Die war aber plötzlich schnell weg. Ich mach das schon. Hier Gladys heilen machst du vor allem schon. So, ich wollte hier noch nach rechts abbiegen. War ich jetzt hier schon? Ja, ich glaube schon, ne? Doch, hier hat es ja gebrannt, ne? Okay, hier war ich glaube noch nicht. Bin ich jetzt... Doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Jo, da waren wir überall schon. Dann kann ich wieder rausgehen. Ich gehe raus aus der Höhle. Ich verabschiede mich auch
in dem Anzug, ja. Und wir sehen uns wieder draußen vor der Höhle. Bis zum nächsten Mal. Euer Prefect. Haut da rein.